So, herzlich willkommen zur 19. Folge von Assassin's Creed Unity. Und ja, ich habe die Cuts wirklich nicht besonders klug gesetzt, aber ich komme mit der Zeit nicht so richtig hin, wie ich es haben möchte. Deshalb müsst ihr euch mit so kleinen Cliffhangern begnügen. Es tut mir leid, aber es ist so für mich das Beste und für euch nicht das Beste. Egal. Ihr könnt es mir sowieso nicht sagen, weil ich das im Voraus aufnehme. Wieso sollte ich das im Vorhinein aufnehmen? Bescheuert kann man auch sein. So, die müssen wir jetzt abhören. Gut. Also ab dahin. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse, ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serres macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafreniere. Leider kann Monsieur Lafreniere ihr nichts mehr sagen. Elise! Warte mal. Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit den Assassinen. Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig währen. Wohl wahr. Dann überlasse ich die Ausführung unseres Planes euch, meine Damen und Herren. Ich werde mich ins Sanktuarium zurückziehen und auf die letzte Phase warten. Ist das gut so, Kapitän? Ich verdreifache die Wachen. Wie der Vater des Verstehens euch leicht. Also, de la Serres war vorher Großmeister der Assassinen. So viel habe ich verstanden. Und seitdem ist ein neuer Großmeister da, den wir nicht kennen. Ein Weiser. Hey, wir haben einen Spion, Männer. Oh, Scheiße. Hier treibt sich ein Spion herum. Ausgänge sichern. Der Spion wird versuchen zu fliehen. Ja, wir werden versuchen zu fliehen. Und jetzt will er, dieser neue Großmeister, verhindern, dass Elise neue Anhänger scharen kann. Oh, das ist ein Vierer. Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst habe. Bist du sicher? Irgendwie finde ich das noch komisch, dass die Leute reden, während sie schon tot sind. Einen Moment mal. Ihr verfluchten Gemäßigten taugt nur als Spion. Oh Gott! Schneidet ihn auf, das Tanzen soll ihm Ausgänge sichern. Der Spion wird versuchen zu fliehen. Ja, wir werden versuchen zu fliehen, aber boah, das ist ja ein guter. Sie zermalmt dich auf ihrem Weg. Ah, jetzt sind wir dran. Boah, es ist schon geil, wie das Blut auch auf die Gegenstände spritzt. Und auf die schönen weißen Wände. Also, ich muss sagen, da hat sich Ubisoft sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Schade nur, dass es mit Performance-Problemen sozusagen sich herumschlagen muss. Das hat es wirklich nicht verdient, dieses Spiel. Nicht abschießen. Nein. Ja. Ihr kommt mir nicht nach. Haha.
Ach, wir müssen auch komplett aus dem Gebiet verschwinden. Gut. Dann ab. Und wir haben es geschafft. Juhu. Wir sind wieder einen Schritt weiter. Perfekt. So, ab geht's. Wir müssen... Das finde ich so schade, dass die Begriffe da unten alle spoilern. Das kann doch nicht sein. Wieso habt ihr das gemacht? Man, was wollte ich gerade sagen? Ich weiß noch nicht mal, was ich gerade sagen wollte. Das ist, etwas doof für einen Commentator-Let's Play. Keine Ahnung. Ich will es auf jeden Fall so weiterführen, denn ich finde, in diesem Fall ist es schwierig, beides gleichzeitig zu machen. Da bin ich etwas beschränkt, sagen wir mal so. Nein, das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich will einfach weiter zu... wie heißt die Frau im Französischen? Ich hatte nie Französisch. Nicht Monsieur. Mademoiselle de la Sierre. Ja, Mademoiselle de la Sierre. So. Ja, spielen. Oh, sie ist schon weg. Verdammt. Wie war das? Hotel Voisin? Merde. Ja, dein Lauf. Mein Lieber. Finde Elise. Komm, lauf was schneller. Noch was schneller. Und noch was schneller. Verteidigen. Was tust du denn hier? Später. Okay. Einfach mal alle Meuchelmörder in der Umgebung töten. Okay. Schieß ihn ab. Okay, dann mach ich das eben mit dem Krummsäbel. Da ist noch einer. Nein, der ist tot, oder? Ja. Was geht hier vor? Wo ist Monsieur Lafrenière? Er ist tot. Was? Lauf, ich erkläre es dir später. Okay, die haben wohl einiges aufgefahren, um die Elise zu töten. Der da ist uns im Weg. Sollen wir? Los! Wie nett die Leute behandelt werden. Er kann nicht gewinnen. Hallo, nicht mich abschießen. Dich um. Ja, es ist unfair, 2 gegen 1, ne? Komm. Was? Elise hat kein bisschen Leben verloren? Sind wir so gut im Beschützen? Ich weiß nicht, wie wir wieder rauskommen. Ich klettere hoch und sehe mich um. Es ist klug, in einen Irrgarten zu laufen. Aber wir könnten doch genau durch den gleichen Weg wieder raus, wie wir reingekommen sind, oder?
Ist das nicht so sinnvoll? Also, wir sind da unten und müssen da raus. Ja, sieht so aus. Das bedeutet, wir laufen hier durch und dann die vorderste Strecke. Gut. Ja, hab ich. Wie kommen wir hier wieder raus? Hier durch. Ne, das ist zu schwer, also hier durch. Lass sie nicht entwischen! Was? Wo sind die? Du hast dich verlaufen. Gib es zu. Nein! Ich weiß genau, wo wir entlang laufen müssen. Wieso sagt sie, dass wir uns verlaufen haben? Wo lang? Erstmal alles töten, was uns in der Gegend rumschwirrt. Würde ich einfach mal sagen. Die optionalen Missionsziele lassen wir mal gekonnt weg. Aber sonst, da müsste es lang gehen. Ja. Komm schon, und jetzt hier entlang. Wo genau. Lang? Hier. Boah, hör auf zu nerven, Elise. Ich weiß, wo ich raus muss. Zwei von ihnen voraus. Du übernimmst den, ich nehme seinen Freund. Gut. Und los. Was nun? Zu viele, um vorbeizuschleichen. Wir müssen das zu zweit erledigen. Schalten wir sie aus, leise. Was? Oh, da steht noch einer. Das waren alle. Soweit gut, aber vor uns ist noch eine größere Gruppe. Ach, wir müssen jetzt hier durchlaufen und alle im Gegenzug töten. Gut. Haben wir wohl nicht geschafft. Schade. Komm. Geht doch. Perfekto. Schützen. Ich sehe sie. Vielleicht hast du vom Dach aus bessere Sicht. Ja, dann auch aufs Dach. Komm schon. Da unten ist der. Kriegen wir den per Kopfschuss erledigt? Oder per Luftattentat? Hat er gerade auf Elise geschossen? Ja, hat er. Nein, Elise hat auf ihn geschossen. Das ist natürlich was anderes. Gut. Ich glaube. Was? Elise hat noch immer kein Leben verloren. Okay. Obwohl die gegen drei kämpft. Aua. Und ich verliere zu viel Leben. Ich glaube nicht, dass das so geplant ist. Ich weiß es nicht. Wir können nicht weit sein. Findet sie! Geht schon. Ich lenke sie ab. Vertrau mir. Oh, und an dieser Vorstelle. Dann erkläre ich alles. Du spinnst. Ich werde da sein. Werden wir wieder cutten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!